Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Riesenbeck. Und ja, wir haben inzwischen Tag. Ich habe die Geschwindigkeit mal so ein bisschen gebremst. Vor allem müsste man mal wirklich sehen, dass man hier das Licht ankriegt. Aber vielleicht lässt sich das, aber es kann eigentlich nicht. Das wäre Blödsinn. Pass auf, wir machen mal einmal Folgendes. Wir müssen jetzt natürlich hier irgendwas kaufen. So, pass auf. Wir kaufen diesen Hof. Ja. Und wir kaufen Feld 31. Und wir kaufen die Wiese 68. Und ich würde sagen, hier die 36 kaufen wir auch. So. Wir haben ja ordentlich Kohle am Start, von daher. Also der Lichtträger hier sitzt definitiv falsch. Das soll so nicht sein. Aber wo, ansonsten, wo wäre der Lichtschalter? Hat hier noch irgendwo irgendwelche Schalter? Hier ist nur ein Waschbecken. Hier sind keine Schalter mehr. Das muss also der Schalter sein. Warum diese blöde Tür da drauf reagiert, das ist, ne, das lassen wir mal dahingestellt. Pass auf. 3 Grad. Feld 31. Wir müssen uns mal den Zustand von Feld 31 angucken. Das sehen wir natürlich hier. Alle Felder sind aktuell gegrubbert. Die haben die Düngestufe 1. Unsere Felder benötigen kein Kalk. Mit anderen Worten, wir könnten theoretisch ansäen. Jetzt gucken wir natürlich mal, was wir bei uns in der Garage haben für Maschinen. Fendt. Den hier, den Case. Diese Klamotten. Hier ist eine Spirit. Die kann. Was ist das denn hier? Hä? Was sind denn das alles für Symbole? Die müssen wir mal anhängen. Das wollen wir mal gucken, was die kann. Wo ist die überhaupt? Gehen jetzt mal auf Maschinensuche hier. So, pass auf die Shift-Taste. Jetzt rennt er wieder normal. Also irgendwas stimmt hier an dem ganzen LS-System nicht. So, hier ist nichts drin. Ach so, das sind diese Lager, ja, ist klar. Hier sind unsere beiden, unsere Schlepper. Das hier ist doch schon mal eine Sämaschine, gell? Da steht die andere, guck an. Da hauen wir jetzt einfach mal einen Traktor vor. Ist eigentlich völlig egal, welcher. Ja, das sind die beiden kleinen. Wir hatten doch auch was Größeres, aber wo stehen die? Maschinen sind doch überall verteilt, ne? So. Könnte sein, dass er so ein bisschen das Lenkrad hört. Stand doch hier drin, oder? Wir müssen dieses komische Stop-and-Go noch ausschalten. Nein, hier stand sie natürlich nicht. Wo stand denn diese blöde Maschine?
erstmal als Admin wieder einloggen. Alter, du. Ja, falsches Passwort. Wer es glaubt, wird selig. Wär nicht blöd. Stop and go ist doch eigentlich aus. Ah, okay. Dann müsste das ja in der Halle stehen, ne? Oder? Täusche ich mich jetzt? Eine Halle zu weit gefahren? Ne, von der aus der kommen wir gerade raus. Ja, Sagamoi. Ich weiß jetzt, wo die Halle ist. Das ist sogar ein Verkaufspunkt in der Ecke, war? Oder ein Wartungspunkt? So, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Ölrettichgras, Roggen, Tritikale, Dinkel, Weidegras, Pferdegras, Ackergras, Luzerne, Klee, Zwiebeln, Karotten und dann sind wir wieder beim Weizen. Also Mais kann das Ding schon mal nicht. Wollte eigentlich Mais-Silage haben. Weil Getreide fressen die Kühe auch nicht. Das Problem wird natürlich sein, wenn wir Mais-Silage haben, dass wir gar nicht so viel ernten können, wie wir brauchen. Also um jetzt hier wirklich so ein Fahrsilo voll zu packen mit dem Scheiß, werden wir... Na guck, und die kann nämlich Mais. Mensch, Mensch, was hier alles so drin ist. Erstmal das. Und wir nehmen Düngerpaletten noch gleich mit dazu. Das müsste eigentlich bei der Maschine gehen, wenn ich das richtig gesehen habe. So. An dieser Stelle sei aber mal gesagt, ne? Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Schaut doch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei und lasst ein Follow da. Und wer Bock hat auf RP, unten in meinem Video ist ein Link zu Chaos Farming. Dort einmal klicken. Uns im Teamspeak besuchen und mitmachen, natürlich erst ab 18. Ganz wichtig. So, wir fahren zum Händler und holen Saatgut. Wir haben ja die Zeit dafür. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ging das hier lang. Dadurch, dass wir bei Chaos Farming Map-Herrschaft auf dieser Karte fahren, allerdings dem Vorgängermodell davon, sollten die Wege aber größtenteils so geblieben sein.
Den KI-Verkehr habe ich abgeschaltet. Und da vorne steht auch schon unser Zeug. Mal gucken, was wir davon reinbekommen. Oh. Ich glaube, der Träger für Dünger ist an der anderen Seite. Oh, ein bisschen zu weit. Ja, wunderbar. Viel geht nicht rein, aber was soll's. Wir können mit dem Ding auf jeden Fall schon mal zu unserem Feld fahren. War das die 31? Ansäen werden wir noch nicht können, dafür ist es noch zu kalt. Ich glaube, 6 Grad Bodentemperatur geht. Und nein, wir spielen hier nicht die Map-Herrschaft nach, auf gar keinen Fall. Dann wären wir wahrscheinlich in 3 Jahrhunderten noch beschäftigt und würden mit den Feldern gar nicht klarkommen insgesamt. Das würden wir nie schaffen, schon gar nicht unter Seasons. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt geht das glaube ich hier rein, ne? Doch nicht. Fahren wir hier weiter. Ja, dann ist es hier rum. Alles klar. Alles klar, hier rum. Und Feld 31 ist dann das hier zur Linken. Mal gucken, wo das die Feldeinfahrt hat. Alles hier wunderbar. Guck mal hier, ne? Striche bis zum... Aber, liebe Freunde, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende der Folge angekommen. So fix ging das. Ich werde den Server mal laufen lassen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Mal gucken, wie bei der nächsten Folge hier die Temperaturen aussehen, ob wir dann ansehen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin, tschüssikowski.